Hallo und herzlich willkommen zu... Kein Anschluss unter dieser Nummer. Tut. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Tut. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Hallo und herzlich willkommen zur 243. Minute. Und kündigt. Und dann ist man ja am nächsten Tag direkt wieder da. Hä? Wenn du beim Arbeitsamt kündigst, am nächsten Tag wieder Arbeit brauchst, musst du ja wieder hin. Wow. Das hast du mal wieder nicht verstanden. Ja. Anscheinend bist du aber ein bisschen dumm im Kopf. Du musst auch sagen, du verstehst unter Landstraßen eine vierspurige Autobahn. Und habt ihr euch eigentlich alle schon unsere Mutter gesagt und eine 5-Sterne-Bewertung dagelassen? Wusste ich doch. Was? Welche Mod? Das Mod hat die 2. Welche Sterne? Die du als Koch niemals bekommen würdest. Das stimme ich dir vollkommen zu. Ja, es sei denn, es wird zum Saufen gehen, Digga. Dann willst du. Dann hätte die Sterne eine andere Bedeutung. Ja, da krieg ich 6 von 5 Sternen. Dann kriegst du 6 von 5 Sternen. Ja. Beim Bier trinken oder was? Oder beim Bier punchen? Trinken? Ja, punchen Bier. Ich trinke doch Radler. Oh, ja, du kannst ja dein Bier auch mit Wodka punchen. Also du bist aber willig pervers. Ja, vergewaltige mal das Bier nicht so. Ich glaube, du hast Kindheitsschädigung. Ja, sagt der sagt, wenn man zu Hause ist und nichts macht, dass man arbeitslos ist. Ja, so richtig. Oder hast du zu dem Zeitpunkt Arbeit? Nein. Du bist von der arbeitslos. Also arbeitslos. Ach, ich arbeite ja. Halt bloß nicht für meinen Arbeitgeber. Weil faul auf der Couch liegen, fertig zu arbeiten. Aber gut, dann muss ich den Mund nochmal erklären. Sagt der meint, anstatt Ballen zu Papen Eier schaukeln zu müssen. Ja. Ich kann mir anscheinend leisten, den Merz. Wenn ich so gering verdiene wie du. Ich verdiene gar nicht mehr als du. Ja, stimmt. Ja, ich gehe jetzt auch mit Ausbildung, wir gehen einfach nicht hin und tu so, als hätte ich jemand an der Schulter. Dann hätte ich auch viel Geld. Ich bin auch ein bisschen schwarz in Bayern arbeiten, dann geht's mir gut, ja. Und ich bin sehr bemüht darum, ein Gewerbe anzumelden. Mein Chef meldet sich ja bloß nicht zurück, dass das ist halt ein Problem. Nur als Bombe, die irgendwo Puff gemacht hat. Also immer nicht gemeldet, Bilder habe ich immer noch nicht von dir. Ja, da werde ich nochmal anschreiben drauf. Also du brauchst doch für alles so 100 Jahre, Manuel. Du kommst einfach nicht ins Schwung. Ja, ich will halt meinen Chef nicht nerven. Ja, weil er sich denkt, ja, nicht auf Arbeit, aber vielleicht war es umsteigt. Ja, das sagt er sich wahrscheinlich in dem Moment wirklich, weil... Warum soll ich ihn anscheinend so völlig aus dem Mixer hier irgendwelche Bilder brauchen, weißt du? Ja, und irgendwelche Gewerbe anmelden willst. Ja, das ist was anderes. Da habe ich ihm gesagt, dass ich das für YouTube brauche. Da hat er gesagt, ja, okay, weiß er nicht Bescheid, dann soll ich mich bei dem melden. Dann hat der andere gesagt, soll ich mich bei dem melden. Dann habe ich heute bei dem angerufen, der ist einfach nicht ans Telefon gekommen. Dann rufe ich morgen einfach nochmal an. Habe ich zwar auf die Mailbox gelabert, aber... Hat immer noch eine geantwortet. Ja, ich habe am Freitag habe ich eine E-Mail geschrieben, heute habe ich ihn angerufen. Ich habe Ole gefunden. Hast du zwei Beine aufeinander gestellt, oder was? Nein, der ist auf meinem anderen Discord. Lucky, du sollst doch nicht im Garten graben. Ja, mein Eis schmeckt. Lass mich raten, das ist sicherlich Zitrone, oder? Ja, Zitrone besitze ich auch, aber... Ja, Lucky, verpiss dich. Warum? Ich gebe dir sich trotzdem lieber.
Ja, okay. Gut, ich bin halt keiner, der sagt, Zitrone wäre absolut nicht für Gesichter einfach besser. Welche Wahl hat der Kartoffel über Erdbeeren? Wenn man die Wahl hat, es gibt ja keine Wahl. Wenn sie für sich ausverkauft ist, kauft man kein Eistee. Außer es gibt Mango Maracuja. Ja, der ist jetzt auch ekelhafter. Ja, Zitrone schmeckt den Karpfen mal. Ah, jetzt ist Zeit ohne zu besuchen, oder? Danke, ohne besuchen, wenn es nicht wirklich war. Ja. Ich sag nur, wir sind alle arbeitslos, Daniel, gerade. Ja. Wobei, ich bin gerade auf dem Feld beschäftigt. Also. Ja, eben. Dann bin ich ja nie arbeitslos. Wenn ich für jemanden, wenn ich meine Schwester von A nach B fahre und dafür 2 Euro bekomme, habe ich da gearbeitet. Quasi. Ha. Ich bin arbeitslos. Fahrservice. Wofür brauche ich ein neues Auto? Ey, du, ich fahre ein neues Auto. Ja, wofür denn? Ja, zum zu Hause rumsitzen. Hm? Merkst du selber, gell? Ja. Hätte ich tatsächlich gleich angeholt. Naja, das ist eigentlich auch keine Kunst. Das Problem ist, jetzt würde ich gleich wieder wegfahren, dann bist du wieder eine Bahn vor mir. Das Wickeln dauert so ewig. Wie bitte? Das Wickeln dauert einfach so ewig. Ja, das merkt man bei den anderen Pressen gar nicht, gell? Bei den Presswickelkombinationen. Bei der Vicon schon. Ja, weil die einfach die Presse extrem runterfährt. Ja. Ich glaube, da wie kommen wirst du, wenn du durchfährst, trotzdem schneller sein als jetzt so. Na ja, gut, ich kann halt nonstop fahren, ich muss halt immer anhalten, aber. Ja. Wenn wir 2 V-Cons hätten, wäre das Feld wahrscheinlich jetzt schon fertig. Glaube ich nicht. So schnell auch nicht. Weil 5 km/h ist echt nicht schnell. Wie viele Beine sind denn das noch, ey? Weiß für, nicht, ich hab das für lappige 40.000 Reste. Das würde wesentlich mehr bringen, wenn man die Sache selber verkauft. Das wird dann dreht der danach. Können wir nächstes Mal das Feld kaufen. Das Feld kaufen, dann mähen und dann wieder verkaufen, oder? Na, halt die Ballen verkaufen. Ja, ja, und dann das Feld wieder verkaufen. Ja, das war's. Oder habt ihr? Ne, hab ich nicht doch. Weil von Global Company gibt es ja auch die Möglichkeit, Felder zu pachten. Hatten wir drauf, aber sobald du dann das gepachtet hast und du sie selber neu gestanden hast, waren die Felder gekauft. Ah, okay. Ja gut, dann ist blöd. Es war eine günstige Variante, sagen wir es so. So kommen wir günstig an Felder, ja. Für 300 aber Euro so eine große Wiese gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem das war, ob es beim LS13 oder beim 15er war. Da war so, wenn du einen Auftrag gemacht hast auf einem Feld. Wir sind jetzt seit dem 17er. Und den dann das Spiel gespeichert hast, beendet hast und dann mit deinem Spiel gegangen bist, dann hat dir das Feld gehört. Das geht erst seit dem 17er.
Aufträge machen für andere Flüge. Nee. Doch. Das ging davor, glaube ich, schon. Da, nee. Da war es der 15er. Ich fühl mir an, das ging davor schon. Ich spiele seit dem 15er und 15er ging es ganz über die Flüge. Im 15er waren echt die Kaufdinger mitten im Feld und da musstest du nur in die Mitte vom Feld laufen, um das Feld zu kaufen. Genau, und ich fühl mir ein, dass auch die Möglichkeit war. Das war auf jeden Fall aber wenn dann nicht standardmäßig. Standardmäßig war es erst ab dem 17er, wo die Kauffelder dann am Rand vom Feld waren. Weil wenn du da dann einen Auftrag angenommen hast, ist ja, gut, da noch seit wenn du da dann einen Auftrag angenommen hast, sind auch da die Maschinen hingefloppt. Ja, genau. Ja, das war 17er. Über direkt im Randfeld, ja. Ja, das war 17er. Ich dachte, das war früh. Das kommt mir so ewig lang vor. Weil es liegt daran, dass der 19er schon so lang. Ja. Also, wir sind jetzt seit 5 Jahre jung. Das ist ewig lang. Ja, normalerweise war es immer 2 Jahre. Ja. Also dann sagen wir es 3 Jahre. Oder wo es neu war, waren es 5. Neu war es vor 5 Jahren und das letzte Mal gemacht war es vor 3 Jahren so ungefähr. Aber Daniel, schau mal, ich hab dich eingeholt. Wow. Große Überraschung. Ja. Ja. Auch mal wieder aktiv. Ja. Der Fender hat ja gar gerade Rundumbeleuchtung. Hat er schon. So ran. Seitlich fehlt. Ja, wer braucht schon seitlich. Ja, nur von vorne und hinten. Du brauchst vorne und hinten, was brauchst du seitlich? Ja, ist die Maschinen besser sich. Wie gesagt, Maschinen sind vorne und hinten. Ich sehe trotzdem gerne was seitlich passiert. Schau jetzt da beim Ballenwickel zum Beispiel wäre es dann schlecht, wenn es wegen seitlicher wäre. Abgabe der Ball ist immer noch da in diesem dummen Schuppen, oder? Natürlich. Ah, ich bin voll. Das ist ja blöd eigentlich. Ja, was jetzt davon, wenn wir wieder von 7 auf 6 reduzieren? Können wir von mir aus machen. Also es gibt noch eine Folge. Was reduziert? Achso, ja. Mit dem Radl in der Rückkehr zu fahren, ist ne. Wann wir für Ballen zum Verkauf übrig bleiben. Bin ich ehrlich gesagt auch gespannt. Boah, das ist so ein Buch mit dem Radler der Brische rückwärts zu fahren. Die Ballen kommen ja nicht alle schön an zur BGA fahren, dass wir die da in den Fermenter reinwerfen. Kann man die da so im ganzen Bein werfen oder muss man die vorher aufmachen? Nö, die kann man so reinwerfen. Kann ein Anhänger dann mal wieder zu kaufen, ne? Du kannst auch Ballen sammeln. Nö. Bloß nicht. Okay. Ah, Luki, dann kannst du, wenn du willst. Ja, weißt du, wie lange ich erstmal mit 40 km/h bis zum Hunger wieder zurück zur BGA, als ich beschäftigt bin? Das ist schöner Base. Da brauchst du jetzt 5 Minuten für. Ja. Du tust jetzt so, als wärst du 3 Jahre unterwegs. Nee, nur 2 Jahre, das passt nicht.
Aber Chip-Chilling hat er behauptet. So ist doch Tag Handy bei dir. Daniel. Aber es gibt die 41k. Jetzt siehst du wirklich alles, was da ist. Ja, dann mach mal dein Licht aus. Darum reden wir jetzt gar nicht. Alter, kannst du mal den Abstand halten? Ja. Das geht dadurch nicht schneller. Nicht? Ich dachte, wenn dieses geile Gerät ein bisschen anschiebt, dann... Aha, du findest den JCP also geiler als den Pin. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass es dieses geile Gerät. Ich habe nicht gesagt, dass er geiler ist. Ja, du wolltest damit andeuten, dass der Pin das alleine schafft und er anschubst, glaube ich. Also beim Glas würde ich auf alle Fälle schieben müssen, aber... Wie viel PS hat denn der Klasse eigentlich von dir? Von dir haben? Genau. 430, 435. Noch so viel. Und dann alle mit dem Serien. Bei seinem falschen Projekt. Den habe ich in einem anderen Projekt schon, der ist hier langweilig. Ich weiß. Ah, 445. Oh. Also die ganz schwache Variante. So, meine lieben Freunde, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut in der nächsten Folge wieder rein. Wenn es heißt, wir werden hoffentlich hier fertig. Bis dahin. Servus. Servus. Tschüss.